Hallo, wir befinden uns mal wieder hier in einer Umgebung, die wir noch nicht so häufig besucht haben, nämlich... Auf dem Boden? Nein, ich werde jetzt keinen am Boden gebliebenen Witz bringen. Ich habe auch irgendwo noch eine Würde. Fürs heutige Video habe ich mir etwas super Tolles überlegt. Ich glaube, das ist das randomste Video, das ich jemals gemacht habe. Aber hey, wofür sind wir denn ansonsten hier? Nicht für Niveau. Ja, um es bei euch ganz kurz zu erklären, was ich vorhabe. Es gibt ja bestimmte Situationen im Leben oder man sieht Objekte im Leben. Außer ihr seid blind, dann seht ihr sie nicht, aber... Wo man sich denkt, so Alter, welcher Vollidiot hat sich das bitte ausgedacht? Das macht keinen Sinn, das ist einfach bescheuert. Und da habe ich mir 5 Sachen ausgesucht und darüber rede ich heute. Master of Video-Konzept-Ideen ausdenken. Deshalb starten wir gleich los. Wisst ihr, ich war so letztens in irgendeiner Gaststätte, keine Ahnung, die sah so aus, als wäre sie in den 50ern stecken geblieben. So dieses Niveau, dieses Design im Kopf. Okay. Ich gehe so aufs Klo, schaue mir das Klopapier dann an, weil ich etwas mehr Ballast abwerfen musste und sehe das hier. Dieses Klopapierdesign. Erstmal, wer hat sich überhaupt ausgedacht, es ist die beste Idee, dass wir ein fucking Design auf unsere Toilettenrollen packen. Mich juckt das literally ein Scheißdreck, wie mein Klopapier aussieht. Sollte halt sauber sein. Aber dann Erdmännchen drauf zu packen. Erdmännchen. Ihr wisst, wo man Klopapier hinpackt an den Körper. I'm sorry, Erdmännchen. Find das sehr abwegig. Es tut mir leid. Wisst ihr, so Motive wie Herzen oder so ein Müll oder irgendwelche Muster. Kann man ja noch irgendwo nachvollziehen. Aber doch keine Tiere. Stell dir vor, man würde irgendwie Kinder oder so abbilden. Ich glaube, das wäre dann eher in so einem Haushalt von so Kinderhassern oder im Lehrerzimmer oder sowas. Ihr wisst ja, ich trinke keinen Alkohol, aber das ist wirklich eine Sache, die ich wirklich confusing über den Alkoholkonsum der Menschen finde. Denn ich meine, erstmal frage ich mich, wie man auf das Design von Weingläsern gekommen ist, statt dass du einfach ein stabiles Glas nimmst, das auch robust ist, das halt einfach auf dem Tisch steht. Nee. Du machst da erstmal nochmal einen Ständer an dein Glas dran und hast dann dein Glas an sich. Ja, und wenn das nicht schon confusing genug ist, weil ich kann mir auch irgendwie vorstellen, so, ja, jemand dachte sich so, Hippie-Design. Nee, es gibt auch einen Unterschied zwischen Rotweingläsern und Weißweingläsern. Warum auch immer. Ich habe bis heute nicht den Grund... Wir googeln mal, warum gibt es denn Rotwein- und Weißweingläser? Weil, honestly, warum gibt es da einen Unterschied? Der Scheiß schmeckt aus jedem Glas gleich. Beschissen? Nein, keine Cookies. Meine Fresse, dann haben die auch noch alle irgendwelche Städte- und Regionennamen. Bordeaux-Glas, Chardonnay-Glas. So verfügen praktisch alle gut gemachten Gläser über einen gewissen Bauch, um den Wein mit ausreichend Sauerstoff zu versorgen und einen Kamin, die den Duft des Weines an der Nase verdichtet. Wollt ihr mich komplett verarschen? Ich würde mal sagen, so 0,1% der Menschen würden so genau bei ihrem Wein darauf achten, welche Form das Glas hat, aus dem man es trinkt, damit der Wein fucking Sauerstoff kriegt. Hat der eine Lunge? Nee. Beim Geruch denkt man so, jut, kann man so ein bisschen, ne, verdichten. Weiß zwar nicht, wie der Scheiß das einigermaßen verdichten soll, aber okay. Wenn man extra sein will. Wisst ihr, eigentlich die wahren OGs, die nehmen einfach die Flasche und riechen daraus. Da ist es... So eng und da könnt ihr richtig riechen. Und wenn ihr Sauerstoff in euren Wein haben wollt, dann tut's einfach in euren Soda-Stream rein. Ah nee, da kommt Kohlensäure rein, das ist kein Sauerstoff. Naja. Who the fuck cares? Okay, eigentlich wollte ich bei dem Punkt generell Sprachen nehmen, weil das mich wirklich sehr verwirrt. Erstmal haben wir angefangen mit irgendwelchen komischen Lauten und dann haben sich daraus Wörter entwickelt. Aber anstatt, dass man sich denkt so, jo, machen wir es easy, eine Sprache auf der gesamten Welt. Nein, man macht mehrere 10.000. Ich verstehe den Sinn davon nicht so ganz, weil dann hat man mehr Verständnisprobleme, als man vorher hatte, aber... Aber eine gibt es da, die mich wirklich am meisten verwirrt, nämlich Chinesisch, weil Japanisch und allen anderen Sprachen, die Schriftzeichen verwenden, gilt eigentlich das Gleiche. Der Sinn einer Sprache ist doch, dass man Informationen so schnell und einfach wie möglich von einer Person zur anderen kriegt oder vom Blatt Papier zu einer Person. Warum macht man denn seine Schriftzeichen, wie man das Ganze niederschreibt, so fucking kompliziert? So, wie soll man das aussprechen? Und was könnte das bedeuten? Segen. Keine fucking Ahnung. Ich meine, bei anderen Sprachen sieht man ja noch, wie es zumindest vielleicht ausgesprochen werden können, die halt auch lateinische Buchstaben... Sind es lateinische oder römische Buchstaben? Einmal fucking Kerl. Da könnte man wenigstens erahnen, wie es vielleicht ausgesprochen wird. Oder man kann sich durch andere Sprachen herleiten, was das Wort bedeuten könnte. Was soll ich damit? Es ist kein fucking Zeichenarchitekturwettbewerb, diese Buchstaben schreiben zu müssen. Vor allem, als wäre das nicht schon, für die Kommunikation tragisch und anspruchsvoll genug. Nee, bei der Aussprache gibt es auch noch gefühlt so zigtausend Regeln, wie du den ganzen Scheiß zu betonen hast, weil es je nach Betonung zig verschiedene unterschiedliche Bedeutungen gibt. Wenn du das Wort so
oder so aussprichst, hat es zwei verschiedene Bedeutungen. Stell dir vor, du bist taub und musst Lippen lesen. Wie sollst du dann fucking erkennen können, was die Leute sagen wollen? Kein Disrespect an die chinesische Sprache, bestimmt ist die schön und so, aber warum so kompliziert? Bei dem nächsten wisst ihr, dass ich mal vor fast einem Jahr oder so in meinem Faktenvideo, in einem, ich weiß nicht in welchem, erzählt habe, dass ich halt nicht rauche und generell so ein bisschen kritische Meinung dazu habe. Allerdings gibt es dann noch einen Punkt, der mich jetzt vor allem in letzter Zeit häufiger, ist halt häufiger in meinem Leben vorgekommen. Nämlich die ganze Sache mit Raucherpausen bei der Arbeit. I mean, hier wird schon immer so gesagt, so, yo, du hast da und da Pause. Sei nicht zu lange in der Pause und komm pünktlich wieder zurück. Aber dann kommen die ganzen Rauchermenschen daher und meinen so, ich muss erst mal jetzt eine Zigarette rauchen gehen, bitte. Und anstatt dass denen dann gesagt wird, so, du Opfer, verwende deine Mittagspause dafür. Nein, es ist anscheinend gesellschaftlich so stark schon akzeptiert, dass gesagt wird, so, ja, klar, ich komm mit. Warum genau? Warum bekommen die, also ich weiß, ich bin jetzt so ein bisschen so, warum bekommen die Nichtraucher da keine Pause? Irgendwie gut geschrieben oder so? Ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass tatsächlich Arbeitgeber die Anzahl der Urlaubstage kürzen können von Rauchern, eben weil sie halt Raucherpausen haben, dementsprechend mehr Freizeit etc. pp. Und das summiert sich ja irgendwie auch zusammen. Was ich ehrlich gesagt keine dumme Idee finde, wenn ich ehrlich bin, weil ich meine, es geht immer Arbeitszeit drauf, wenn die Leute mal abzischen und so. Wisst ihr, wenn einer meiner Kollegen kommt, so von wegen, ist es für dich okay, wenn ich kurz mal eine rauchen gehe? Und dann bin ich immer so ein bisschen tempted zu sagen, no. Aber nein, so gemein möchte ich dann auch nicht sein. Eigentlich schon, aber ich will nicht gefeuert werden. Ey, ich weiß nicht, was für ein Crystal Meth auf einmal so viele vorwiegend Mädchen genommen haben, dass die auf einmal auf diesen Sternzeichen-Trendmüll wieder aufgesprungen sind, der jetzt vor allem schon seit mehreren Jahren geht. Aber wisst ihr, was eigentlich noch schlimmer ist oder noch verwirrender? Die wortwörtlich Sternzeichen, also das, was da halt am Himmel ist. So, wisst ihr, dieses Ding, was einfach aussieht wie ein Dreieck, soll anscheinend so ein Halb-Fisch-Halb-Ziege-Fusion-Transformer sein. Das hier, was mich irgendwie entweder an ein Chromosom erinnert oder einfach an ein Haar, soll ein Stier sein. Und diese Linie mit irgendwelchen Zacken drin ist natürlich offensichtlich ein Schaf. Was haben sich damals die ganzen Astrologen oder so reingeschmissen, um auf diese Bilder zu kommen? Ich meine, ich kann es verstehen, wenn du dieses Liniendings als Linie bezeichnet hättest. Aber wie kommt man vor allem auf dieses Halbziege, Halbfischviech? Vor allem, ich weiß nicht, wie die überhaupt entschieden haben. Jo, die Sterne müssen genau so verbunden werden. Zum Beispiel, wenn ihr das von Libra nehmt und einfach hier noch einen Strich hinzufügt. Kaputtes Haus vom Nikolaus. Meine neue Interpretation. Jesus Christ, wer kommt auf den Müll? Naja, aber das war's jetzt auch von dem Video. Es war etwas kürzer, aber es war hoffentlich trotzdem nicht scheiße langweilig. Wenn ja, dann Sony. Wenn euch das Video gefallen hat, dann haltet die Verkehrsschilder ein und sammelt sie am besten nicht aus irgendeinem Kanal raus und gebt ein Abo oder auch nicht. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Depression.